Wofür sind diese virtuellen Speditionen eigentlich dafür da? Moin Freunde und herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Wir gucken uns heute mal Online-Speditionen für das Spiel Euro Truck Simulator 2 an und dementsprechend würde ich mal sagen, fangen wir direkt an. Ich habe mir diese Spedition noch nie angeguckt. Ich habe mal online gegoogelt nach den besten Speditionen überhaupt oder Online-Speditionen für dieses Spiel und da wurde mir gesagt, ich soll mal nach Truckee ETS 2 suchen. Ihr seht, wir waren schon auf der Webseite drauf, da stimme ich auch voll und ganz zu. Wir wollen halt einfach nur mal so ein bisschen gucken, wie das Ganze funktioniert. Anscheinend können wir Truckee mit unserer mobilen App ja für Android und iOS bestimmt runterladen und wir haben einen Windows Client hier drauf, TruckeeMods.io haben wir für Mod Hosting Plattform und wir haben hier einen Discord Bot, können wir anscheinend mit bei uns offen. Discord mit draufpacken. Dazu haben wir hier einen Twitch-Bot. Ihr seht schon, wir können hier zwischen 1 und 5 Dollar können wir eine Subscription auswählen. Da haben wir Premium Features mit dabei, haben wir Access to Preview Releases. Wofür sind diese virtuellen Speditionen eigentlich dafür da? Um zwar einfach ein bisschen mehr Realistik zu haben. Das ist doch etwas, was wir alle haben wollen. Und das ist auch etwas, was ich sehr gerne haben wollen würde. Und dementsprechend erstellen wir jetzt hier eigentlich mal unsere virtuelle Spedition. Wir gucken mal, vielleicht werden wir euch einen Einladungslink mit in die Videobeschreibung packen. Aber da gucken wir auf jeden Fall ganz entspannt nochmal. Wir sind jetzt hier mal auf Windows Client und Truckee Mods gegangen, damit ihr das hier seht. Truckee Mods haben wir ja schon mal durchgenommen. Hier sind halt einfach Spielmodifikationen mit drin als Webseite. Jetzt haben wir hier Truckee for Windows und jetzt sehen wir hier Realtime, Your Truck Delivery Information into Draggable Overlays, Personal Statistics, Your Driving Sessions Explained with Charts, Inside Starter, bla bla bla, Dispatcher, Create Your Deliveries, Share Jobs and Positions with Friends, Auto Replay, wir haben Which Presents, Customize Discord RPC to show your in-game status to your friend, Customize Truck SMP und In-game Radio. Also drücken wir hier unten einfach mal auf Download Now und sagen Download Truckee for Windows. Jetzt seht ihr, hier oben rechts sollte das Ganze alles schon fertig sein. Wir drücken hier einmal auf Ja und jetzt kommt ja hier auch schon die Erklärung, was wir machen sollen. Und zwar Run the Installer Truckee, dann sollen wir hier auf Next drücken. Jetzt sollen wir den Installationspfad wählen. Das Ganze sollen wir einmal akzeptieren. So, hier akzeptieren wir das Ganze. Wir sagen, erstellen Sie eine Desktop-Faktur Truckee Overlay und für Overwolf möchte ich auch sehr gerne haben, weil sonst vergesse ich das ja alles. Werden wir hier wahrscheinlich auch einen Ordner anlegen, einfach für diese Spiele. Control everything while in game. Add the control app to optimize your game experience. Die control app hinzufügen brauchen wir nicht. So, und jetzt sagen wir akzeptieren. So, und jetzt steht hier Truckee Overlay and Overwolf erfolgreich installiert. Drücken wir einmal auf Starten. Hier sehen wir schon mal die Icons. Die schieben wir uns einmal hier in die Mitte, damit ich die besser sortieren kann. Und jetzt steht hier Preparing for First Launch. Jetzt müssen wir hier einmal schnell etwas akzeptieren. Windows Sicherheit, ja, das wollen wir Ganze zulassen. Und jetzt steht hier schon Welcome to Truckee. Let's begin with a quick showcase of the app. Wollen wir jetzt nicht alles machen. Und Overlay enabled. Was wir machen wollen, ist, wir drücken Install Truckee Telemetry for Euro Truck Simulator 2 und für RTS. Seht ihr schon installed. Language, da werden wir hier Deutsch machen. Zeitformat sind 24 Stunden. Könnt ihr aber auch auf 12 Stunden machen, wenn ihr wollt. Standard die Radiosender bei Spielstart abspielen. Machen wir aus. Videoaufnahme für Sofortwiederholung aktivieren. Machen wir aus. Anpassen Primärfarbe. Ja, ich glaube, wir machen das mal so einen schönen Neonblau und wir werden das hier mit Open Sans Schriftart kann ruhig da sein. Discord-Integration einschalten, Truck SMP Features werden wir auch einschalten, Verkehrsberichte anzeigen, wenn deine Zone betrittst, werden wir auch anmachen, Navigationseinstellung, Geschäfte reale Ankunftszeit anlegen, lassen wir auch an. Dann Durchsichtbarkeit der Fenster, alles gut. Hauptfenster, Spielinfo. Jetzt können wir hier auswählen, was uns besser gefällt. Oben können wir entweder eine kleine Leiste haben oder einen Block. Da wollen wir eine kleine Leiste haben. Spiel, Info, Fenster für Truck, Treibstoff, Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsbegrenzer. Lieferinformation, Navigation. Da möchte ich das hier rechts haben, ein bisschen größer, chunkier. Finde ich, glaube ich, ganz schön.
Jetzt haben wir hier nochmal eine ganze Steuerung von diesem Spiel. Das werde ich euch jetzt auch nochmal als Screenshot einblenden. Damit ihr auch wisst, natürlich, wie die ganze Steuerung in-game ist, finde ich eigentlich auch doch sehr gut, wenn man das alles hier schon mal hat. Ja, mit Unfall melden, Fahrzeug am Straßenrand melden, Baustelle melden. Da werden wir nochmal auf jeden Fall gucken, wofür das alles ist. Ich weiß leider nicht ganz genau, ob das für online ist oder nicht. Jetzt sollen wir uns bei Steam anmelden. Da drückt ihr einfach drauf. Nachdem ihr euch angemeldet habt, drückt ihr hier einfach auf eTrucky App immer erlauben, diese Links, den zugehörigen Links zu öffnen. Also drücken wir hier auf Link öffnen und wir sollen uns anmelden. Jetzt drückt ihr hier nur noch auf Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen und drückt auf Absenden. We have a new Discord-Server. Wenn ihr darauf kommen wollt, entweder draufdrücken oder nicht. Wir drücken mal drauf. Das ist unser ganzes Profil, was ihr hier seht, installiert. Was müssen wir als nächstes machen? Da drücken wir hier oben auf Deine Firma. Deine Firma, da drücken wir jetzt hier plus eine neue Firma erstellen. Importieren Sie Ihr Unternehmen. Haben wir leider noch nicht. Also wir wollen eine neue Firma erstellen. Firmenname. Wir werden das hier so machen, wie ich auf YouTube heiße. Tag DLF. Slogan. Also unser Motto. Was du heute schaffst. Was du heute schaffst, mach dat. Ist dämlich, ich weiß, ich wusste bloß nichts Besseres. Jetzt haben wir hier noch ein Logo zum Wählen, ein Titelbild, Land, Sprache, Rekrutierung und Schellenwert für inaktive Mitglieder. Germany sein, Select-Sprache, Deutsch, können wir nicht. Deutsch, Rekrutierung, offen. Jetzt können wir hier oben nochmal wählen. Ist es eine realistische Wirtschaft, eine Strecke oder eine wirtschaftliche und Strecke? Realistische Wirtschaft ist verwaltet ein echtes Budget, besetzt Werkstätten, eine Flotte, weist den Mitgliedern Fahrzeuge zu, überprüft die Einnahmen und die Wartungskosten der Fahrzeuge. Strecke, eins ist wichtig, wie viel Sie und Ihre Mitglieder fahren, keine Annahmen, keine Wirtschaftlichkeit, Unternehmen, diese Art nehmen an diese Leaderboards teil. Wirtschaft und Strecke, die Mischung der beiden Arten, verwaltet ein echtes Speditionsunternehmen und Welt. Wettreife darum, wer mehr fährt. Ich möchte Wirtschaft und Strecke haben. Hier nochmal unser Logo einfügen. Das werden wir hier einmal schnell nochmal suchen. Und ein Titelbild. Da werden wir den Banner einfügen. Ich weiß auch leider nicht ganz genau, was ich da alles einfügen möchte. Dementsprechend muss ich da auf jeden Fall nochmal in mich gehen und gucken, was ich haben möchte. Gehaltsart werden wir prozentuale Vergütung machen. Und da muss ich mal kurz gucken, wie wir wo was ändern. Wir möchten prozentuale Vergütung haben, ein Grundgehalt. Ja, schreiben wir denn da jetzt rein? 10.000 oder was? 100.000? 10.000? Nein. Prozent. Prozentuale Vergütung, wenn der Auftrag uns reinkommt. Da möchte ich, werden wir mal 33% reinmachen. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich genug ist. So, wir werden Vergütung pro Kilometer machen. Und da werden wir jetzt mal, ja, das ist schwierig. Prozentuale Vergütung machen wir hier 25%. Ich weiß nicht, ob das ausreichend ist oder nicht. Strafe für Auftragsstornierung. Sie können die Standardstrafe für die Stornierung von Aufträgen überschreiben. Ändern. Sie darf jedoch nicht weniger als 12.000 TC betragen. Da wären wir mal Strafe nicht weniger als 12.000. Also machen wir hier 15.000. Wir sind ja auch ein Unternehmen. Wir wollen Geld machen. Hauptquartier, da wären wir hier. Wisst ihr was? Wir machen Hamburg. Und jetzt drücken wir hier auf, erstellen Sie Ihre Firma. Und damit haben wir jetzt offiziell auch unsere Firma erstellt. Und zwar, wir haben ein Mitglied, eine Garage, 0 Fahrzeuge, 0 Euro Guthaben und 0.000 Einnahmen. So, jetzt gucken wir mal, wie das alles weiter funktioniert. Wir sehen hier keine Jobs hier. Losfahren, Ihre Lieferung werden automatisch protokolliert. Okay, ich sehe schon, wir müssen uns hier wirklich rein ackern, rein gucken. Vorher gehen wir nochmal schnell auf den Dispatcher. Also starten wir Euro Truck Simulator. Und wir wählen jetzt natürlich unser Profil aus, wo wir dies mit dem Trucky MP haben wollen. Das müssen wir natürlich alles einmal machen. Dementsprechend drücken wir hier einmal auf Profilverwaltung. Und wir wählen jetzt unseren Account aus, den wir haben wollen dafür. Wir wollen diesen Account X der Lieferant haben. Und was wir jetzt machen, ist, wir drücken einmal Profil bearbeiten. Und wir drücken hier einmal auf Steam Cloud Nutzung deaktivieren. Durch das Umwandeln eines lokalen Profils wird dieses Profil nur noch von diesem Computer aus spielbar sein, egal welcher Steam Account angemeldet ist. Vollkommen okay. Drücken wir auf Anwenden und können jetzt wieder Trucky öffnen.
Jetzt gehen wir hier wieder einmal auf Dispatcher drauf und wir haben jetzt unser Account, den wir wählen wollten. Autosave war der 7. Januar 7.2024 um 9.44 Uhr. Und jetzt werden wir gucken. Wir können hier einmal gucken, natürlich, wo was ist. Wenn wir hier in Neurotruck Simulator sind, drücken wir jetzt einfach nochmal schnell auf Spiel fortsetzen. Alt D. Jetzt können wir hier den Dispatcher hinzufügen oder auch nicht. Wir gucken einmal, in welcher Stadt wir sind. Wir sehen, wir sind hier gerade in Kopa. Hier Kopa, wir können auch nach Triest fahren. Ganz wichtig, muss man jetzt hier nochmal sagen, wenn ihr hier euren Editor öffnet mit Alt D und die Startstadt auswählen wollt oder ihr richtig in die App geht und wir suchen jetzt mal nach Triest. Und wenn wir jetzt hier in Truckies sind, jetzt suchen wir hier einmal nach Triest und da heißt es Triste. Kommt einfach nur davon, dass halt wirklich die ganzen Namen auch tatsächlich auf Englisch oder auf der Muttersprache sind. Zielstadt gucken wir jetzt hier auch nochmal, wenn ihr wollt. Wir wollen zum Beispiel jetzt von Triste nach Winklern fahren. Das sind 291 Kilometer, 7 Stunden. Startfirma haben wir jetzt diese Firmen hier zur Auswahl. Containerport, Coop, Poliant, Ikea, Polarfisch, Subse und wir sagen Containerport. Zielfirma ist Tret. Frachtmarkt kommt einfach davon, dass wir dann auch mit unserem momentanen Aufhänger, wie ihr hier schon seht, Single Curtain Side, 3 Axles, auch das Ganze fahren können. So, was wollen wir transportieren? Ich würde mal sagen, wir transportieren Airmail, Schwierigkeitsgrad des Startpunkts, schwer, Langanhänger haben wir aus, alle Ladungen in der Anzeige brauchen wir nicht, Dringlichkeit ist normal. Und jetzt können wir diesen Auftrag Lieferung hinzufügen. Dann drücken wir einfach hier nur auf Spielstand anspeichern, neuer Spielstand gesichert. Einmal auf LAN drücken und wir wählen den letzten Spielstand einmal wieder neu aus, dass er das neu lädt, denn das wurde jetzt da drauf ja geladen. Und wenn wir jetzt hier sehen, wir haben Luftpost von Triest nach Winkler, Auftragsvergütung 9000 Euro. Wir haben Zeit bis Montag 19.53 Uhr bis Mittwoch 5.13 Uhr. Dementsprechend haben wir wirklich sehr viel Zeit mit 133 Stunden. Klasse, hat das alles funktioniert? So, und zwar mit, wenn ihr hier auf Alt-O drückt, dann kommt ja hier nochmal Einstellungen. Da können wir hier nochmal fast alles machen. Wir können hiermit auch uns tatsächlich dein LKW und alles andere verschieben. Genauso wie wir es haben wollen. Standardprofil, deine Firma, Dispatcher. Deine Firma. Wir werden aber hier Standard den Dispatcher haben. Kilometer nach Spielende zurücksetzen. Kilometerzähler werden wir nicht automatisch zurücksetzen. Desktop-Helfer. Desktop-Helfer beim Starten öffnen. Maximieren. Ja, bla bla bla. Live-Map beim Starten Freundesliste öffnen, können wir hier machen, können wir auch lassen, Hinweise, Kontroll-Tab verbergen, können wir aber tatsächlich anlassen und wir sind dann auch hiermit schon fertig. Wir haben das jetzt hier fast alles so eingestellt, wie wir wollen. Wir haben jetzt hier unsere Lieferung, die wir machen müssen und wie das alles dann funktioniert, werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge besprechen. Da werden wir dann unseren allerersten Auftrag hier durchführen. Wir kriegen nicht super viel Geld für den Auftrag, sehe ich jetzt hier gerade. Das müssten auch 31,95 für den Kilometer, doch schon sehr gut. Wenn ihr bei mir mit in diesen Truckie-Hub mit rein wollt und wir gucken einfach mal alles zusammen, ich werde auch in Discord dementsprechend noch Kanäle für uns erstellen, dann schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare und guckt auch gerne mal in die Videobeschreibung, da werde ich euch einen Link verteilen, wo ihr sehen könnt, wie ihr hier auf dieses Profil kommt. Freunde, ich hoffe natürlich, euch hat das gefallen, das war so ein bisschen, wir gucken uns, installieren das, ohne dass ich wirklich Vorahnung habe. Wir können gerne
gerne nochmal ein Video dazu machen, wie das alles richtig funktioniert, nachdem ich mich so ein bisschen reingefuchst habe. Ich wollte euch jetzt einfach nur mal zeigen, wie man das schnell installiert, wie man die ersten Sachen aufstellt, wie man die ersten Sachen macht und wie man dann anfängt zu spielen. Das habe ich mit diesem Video auch gemacht. Alles andere, was so ein bisschen technischer geht, wird auf jeden Fall noch kommen. Das war es auch schon wieder mit dem ganzen Video. Falls euch das ganze Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen kostenlosen Daumen nach oben freuen und vielleicht ein kostenloses Abo, vielleicht auch einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Reingucken. Haut rein.